Bitte, Dominik. Super, danke. Dann auch von uns nur ein herzliches Hallo. Die Silvana hat uns eben mehr oder weniger schon kurz und bündig vorgestellt. Ich bin sozusagen als kleine Doppelfunktion da. Ich bin Bundeslandkoordinatin E-Education, bin aber auch sozusagen eben nebenbei nur Volksschullehrer an der Europaschule Linz. Das ist die Praxisschule der BH. Und ja, die Anna sozusagen, die ist auch bei uns an der Schule. Wir zwei sind mehr oder weniger für die ganze IT an der Schule verantwortlich, aber auch sozusagen, wie wir es unseren Kollegen vermitteln, welche Einsatzmöglichkeiten das sozusagen gibt. Und da wollen wir euch sozusagen heute mal ein kleines Punktchen sozusagen von den ganzen, von der Vielfalt, die es ja schon gibt, sozusagen herzeigen. Und da haben wir sich für den Book Creator entschieden, einfach aus diesem Grund, weil wir die Erfahrung damit gemacht haben, dass man einfach damit viele Kolleginnen und Kollegen gefangen haben, die bis jetzt eher sozusagen wenig mit irgendwelchen so digitalen Plattformen, Medien im Unterricht sozusagen zu tun gehabt haben. Und über sozusagen über das E-Book haben wir es dann geschafft, eigentlich, dass wir es auch dann zu mehr bewegt haben. Ja, wir würden Sie bitten, dass Sie heute mal den ersten Teil bei uns einfach mitschauen und zuschauen, dass Sie sehen, was die einzelnen Funktionen sind und die Möglichkeiten. Und im Anschluss wird es dann genug Zeit geben, dass Sie das ausprobieren können. Wir werden Sie natürlich bei jedem Schritt begleiten und sind für Fragen jederzeit für Sie da. Und wir haben Zeit, mit Ihnen das in Ruhe durchzugehen. Und eigentlich soll das Ziel des heutigen Workshops sein, dass jeder mit einem netten kleinen Buch den Workshop beenden kann und sich einfach Ideen und Tipps mitnimmt für die Umsetzung in der Praxis. Ich teile einmal meinen Bildschirm. Wir arbeiten an der Schule sehr gerne mit Programmen, die Freeware-Programme sind, das heißt einfach Programme, die nichts kosten und die auch ja, sehr einfach zu bedienen sind. Dadurch können wir einfach wirklich eine große Bandbreite an Kolleginnen und Kollegen und auch an Schülerinnen und Schüler ansprechen. Die Seite schaut so aus. Nach einer Registrierung ist man dann, kann man sich eben anmelden und man kommt auf ein Format, das so ausschaut. Also so schaut die Website dann aus und man geht einfach oben auf Neues Buch. Das Programm stellt jetzt einige Möglichkeiten zur Verfügung. Man kann jetzt das Buchformat wählen und man kann sich noch entscheiden, ob es ein Comic werden soll oder ein ganz normales Buch. Ich entscheide mich jetzt für ein Buch. Mir persönlich gefallen die Bücher im Querformat immer recht gut und darum entscheide ich mich für dieses Format. So, das Programm schlägt mir jetzt einmal eine leere Seite vor. Das oben steht dann eh, das ist die Deckseite und diese Deckseite gilt es nun zu füllen. Mit diesem Plus, mit dem gelben auf der rechten Seite, habe ich jetzt die Möglichkeiten, Bilder einzufügen, kann Fotos machen, Fotos einfügen, mit einem Stift zu schreiben oder einen Text einzufügen. Ich wähle einmal Text einfügen und ich starte mein Buch zum Thema der Bauernhof. Ich kann natürlich hier jetzt noch irgendwie die Schriftart verändern, ich kann es kursiv machen, unterstreichen, wie es mir gefällt. Das Programm spielt mir das automatisch jetzt auf diese Seite. Ich kann es verschieben, so wie ich es möchte. Und ich kann, wenn ich auf die rechte Maustaste klicke, kann ich den Text oder das Format noch weiter bestimmen. Ich kann mir die Farbe aussuchen. Ich kann die Schriftart aussuchen. Vielleicht ist es gerade in der Grundstufe 1 von Bedeutung, dass man wirklich schaut, dass die Buchstaben in Druckschrift sind, dass die Kinder das gut lesen können. Da eignet sich vielleicht dieses Programm, weil da das A sehr ähnlich aussieht. Und ja, kann natürlich die Schriftgröße verändern. Ja, die Ausrichtung, also eigentlich die Funktionen, die ich im Word auch machen kann. Ich ändere jetzt die Farbe noch, um das, was nachher besser lesen kann, einfach auf ein klassisches Schwarz und habe jetzt somit meinen ersten Inhalt auf der Seite. Ich kann jetzt auch noch sagen, ich habe jetzt da den Text verändert, aber irgendwie ist ja der Hintergrund meiner Deckseite ziemlich langweilig. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich hier mich für eine Farbe entscheide. Das kann ich natürlich für jede Seite wieder extra anpassen. Und ich wähle zum Bauernhof, ist ein bisschen düster. Ich nehme ein helles Grün für den Bauernhof. So.
Jetzt möchte ich noch auf meine erste Seite irgendwie ein ansprechendes Bild geben. Dabei ist es aber ganz wichtig, dass nicht irgendwelche Bilder verwendet werden, die man in Google findet, sondern dass man mit Seiten arbeitet, wo wirklich Bilder abgebildet sind, Bilder hochgeladen sind, die nicht urheberrechtlich geschützt sind. Wir arbeiten an der Schule sehr gern mit dem Programm oder mit der Seite Pixabay und wir holen uns von dort die Bilder. Ja, ich suche jetzt zum Thema Bauernhof. Und ja, ich bin noch im Bereich Grundschule, das heißt, ich suche irgendwie ein nettes Comic-Tierchen. Ich entscheide mich für das Schaf. Hier ist jetzt empfehlenswert, dass Sie alle Bilder, die Sie zum Thema Bauernhof gerne hätten, auf Pixabay suchen. Mit der rechten Maustaste Bild sichern unter oder Bild speichern unterklicken und auf Ihrem Schreibtisch oder Desktop einen neuen Ordner anlegen mit dem Thema Bauernhof, wo Sie dann gleich alle Ihre Bilder, die Sie verwenden möchten, für das Buch abspeichern können, um sie nachher wieder einfacher zu finden. Und ich glaube, man bleibt da besser im Arbeitsfluss, wenn man schon vorab die ganzen Bilder gesucht hat und dann danach mit der Bestückung und Befüllung des Buches beginnt. Jetzt wäre mein Vorschlag, dass Sie bitte zu Ihrem Laptop, Computer greifen, sich einmal bei Book Creator registrieren und anmelden, sich für ein Thema entscheiden, zu dem Sie gerne ein Buch gestalten möchten und ich würde und Sie einfach schon Bilder suchen zu diesem Thema, auf Ihrem Desktop in einem Ordner abspeichern. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns in spätestens 10 Minuten um 11:45 wieder treffen und dann weiterschauen, was man mit den Bildern alles machen kann und wie man es vertonen kann und so weiter. Bevor von mir nur ein kleiner, also so ein Zwischensprung. Anna, was einfach nur links unten schnell bitte auf Pixabay draufklickst, dass du auf die Startseite kommst. Moment. Nehme ich als kleinen Trick von mir, das verwende ich einfach gerne. Wenn Sie da jetzt, da sehen Sie ja Suche nach Bilder, Vektoren, Videos und dann haben Sie rechts die Funktion mit Bilder und wenn Sie da dann draufgehen, herunten, wo es das dann eingibst, genau da. Da sehen Sie eben dann Vektorgrafiken, Illustrationen. Das ist dann mehr oder weniger nichts anderes wie so eine Art Comics. Aber Sie haben eben auch da die Möglichkeit Videos, Musik, aber dann können Sie das gleich ein bisschen einschränken und sehen bei Fotos, sind mehr oder weniger normale Fotos, Vektorgrafiken, Illustrationen, sind ein bisschen so Comics und animiertere Fotos. Das heißt, Sie können das dann gleich ein bisschen einschränken und gezielter suchen. Genau, dann sozusagen starten Sie los und wenn es irgendwo Frage, Hilfe, irgendwas gibt, einfach melden. Vielleicht könnte man es so machen, dass Sie uns im Chat oder irgendwie mit einem Daumen hoch rückmelden, dass Sie im Programm angemeldet sind, sprich registriert sind und dass Sie zu einem Thema auf Pixabay Bilder schon gesammelt haben und in einem Ordner gespeichert haben. Dann können wir individuell darauf reagieren und ein bisschen früher oder später dann weitermachen, je nachdem, wie viel Zeit Sie brauchen. Genau. Und für die Registrierung können Sie uns auch gerne die Educational-E-Mail-Adresse verwenden. Wenn Sie eine haben, funktioniert es super mit der. So, um diese Bilder, die Sie jetzt gesucht haben, einfügen zu können, gehen Sie wieder oben auf das Plus, gehen auf Bilder, gehen auf vom Computer hochladen und ich habe einen zweiten Ordner. Ja, wo ist mein Bauernhof-Ordner 2? Egal. So.
Und mein Schaf ist eingefügt und ich kann es jetzt wieder überall hin verschieben, die Größe anpassen, kann es nach hinten verschieben, nach vorne verschieben. Also ich habe da viele Möglichkeiten, was ich mit meinem Schaf alles anstellen kann. Das Programm erstellt mir jetzt automatisch die nächste Seite, wenn ich auf den weiteren Pfeil klicke. Und ich komme auf die nächste leere Seite. Die ist jetzt wieder wie ein neues Blatt und ich kann jetzt wieder anfangen, es völlig neu zu gestalten. Und möchte als Beispiel gleich herzeigen, wie das meine Studierenden mit Schülerinnen und Schülern gelöst haben. Die haben einfach zu jedem Tier haben sie eine Seite angefertigt mit einem Bild. Und auf der linken Seite sind dann immer die Informationen, Kurzinformationen wie eine Art Steckbrief zu diesem Tier angelegt worden. Und das werden wir jetzt einfach gleich ausprobieren, dass wir das in dieselbe Richtung bekommen oder dass es ähnlich ausschaut. Also ich gehe wieder auf das i, um meine neue Seite wieder zu gestalten. Jetzt probiere ich hier mal einen Rahmen aus, um es ein bisschen abzuheben von der ersten Seite. Ich entscheide mich für das Grün. Dann gehe ich wieder auf das Plus, um ein Bild einzufügen. Ich nehme wieder mein Schaf, lade mein Schaf hoch. Verschiebe es. Und kann jetzt meinen Text hinzufügen. Ändere die Schriftart wieder, also die Schriftgröße, die Schriftart. Die Farbe. Und kann jetzt den Text, den ich zu meinem Schaf einfügen möchte, herschreiben. Das Schaf. Ich bin jetzt kein Profi zum Thema Schaf, sondern ich schreibe einfach ein paar Sätze, dass man sieht, wie das dann ausschaut. So, ich habe meinen Text, ich kann den Text wieder anordnen und bearbeiten, verschieben. Kann natürlich die Farbe wieder ändern, die Größe. Wenn ich jetzt sage, ich möchte natürlich nicht nur über das Schaf erzählen, sondern auch von einem weiteren Tier schreiben, gehe ich einfach wieder auf die nächste Seite. Ich bekomme wieder ein leeres weißes Blatt und kann dieses leere weiße Blatt wieder von Anfang an gestalten und das nächste Tier anlegen. Ich bitte Sie jetzt einfach auszuprobieren einmal und Ihr Buch zu befüllen. Sie können, das zeige ich vielleicht noch her, Sie können die Tiere auch sprechen lassen unter Formen. Gibt es zum Beispiel auch Sprechblasen, kann man verwenden, um vielleicht noch extra Informationen anzubieten, also so Zusatzinformationen sozusagen oder die wichtigen Dinge kann man dann einfach hier in diese Sprechblase hineinschreiben. Bitte einfach mal ausprobieren und befüllen.
darf inzwischen eine Frage aus dem Chat weitergeben. Und zwar legt man eine eigene Klasse für die Schülerinnen an. Das wäre sozusagen gleich der nächste Schritt. Wenn Sie das gleich mal ausprobiert haben, dann sehen Sie gleich, welche Auswirkungen das hat, sozusagen mit den ganzen Bibliotheken, die Sie erstellen können oder nicht, oder wie das funktioniert, dass Sie sozusagen Ihr Buch erstellen und dann für die Kinder teilen oder nicht. Er fragt zu Beginn einmal, möchten Sie Ihre Bibliothek anlegen oder nicht, dann können Sie einfach einmal sozusagen einen Namen hineingeben. Und dann können Sie, ob es sonst nur welche, wieder Bibliotheken erstellen oder nicht. Aber das werden wir sich dann gleich noch genauer anschauen. Also die Frage war, ihr habt gezeigt, dass die Kinder hier Bücher gestaltet haben und man braucht zum Anmelden oder zum Registrieren eine E-Mail-Adresse. Genau, und wir haben sozusagen, ich war jetzt deshalb zu dieser Seite nicht mit E-Education dazu, weil ich weiß zum Beispiel aus persönlicher Erfahrung, dass bei einigen, die haben zum Beispiel jetzt wirklich die direkten Microsoft 365 E-Mail-Adressen und da hat man normalerweise das Problem, dass wenn man es das erste Mal angibt, man immer um Erlaubnis fragen muss oder sagen beim Administrator, ob er das oder sagen, ob er das zulässt oder nicht. Und das ist halt bei den privaten E-Mail-Adressen oder bei der E-Education E-Mail-Adresse eben nicht der Fall. Darum war das sozusagen jetzt die Erwähnung vorher. Aber die Frage, glaube ich, ist eher dahingehend, ob die Kinder eine E-Mail-Adresse brauchen, um mitarbeiten zu können. Ah, Trigger. das kommt jetzt insofern darauf an, was Sie dann damit machen wollen. Das können Sie dann anschauen. Wenn Sie sagen, okay, die Kinder wollen nur, Sie wollen nur, dass die Kinder sozusagen die Bücher, die Schüler, die sozusagen das lesen können und so weiter, dann ist nicht notwendig. Sobald es aber dann eigentlich zum Bearbeiten richtig wird, wäre es zum Empfehlen, dass Sie sagen, okay, ich schaue irgendwie, dass ich einfach einmal 25 E-Mail-Adressen bekomme. Die müssen ja nicht personalisiert sein für ein Kind, aber so haben Sie zum Beispiel, aber Sie können ja einfach, Sie schauen, dass Sie von irgendwo also so eine Art 25 Dummy-E-Mail-Adressen herrichten, die legen sozusagen damit dann 25 Accounts an und da kann dann jeder drauf zugreifen einfach. Das mit dem Zugangslink, dass die Kinder das bearbeiten können, das funktioniert leider nicht. Es ist möglich, dass die Kinder den Zugriff auf die Bibliothek haben. Das heißt, wenn ich viele Bücher erstelle und sozusagen eine Bibliothek kreiere, können die Kinder auf meine Bibliothek zugreifen, sind aber dann eigentlich nur Anwenderinnen und Anwender und können von den Inhalten profitieren, aber nicht automatisch diese bearbeiten. Aber als kleiner Tipp von mir zum Beispiel, sonst nehmen Sie einfach 20 GMX E-Mail-Adressen und die sozusagen machen es einmal sozusagen in Klassenstärke und die geben es dann im Kollegium sozusagen einfach weiter. Da haben Sie Schüler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weil im Prinzip müssen Sie nur das einmal anmelden und dann legen Sie das sozusagen an, Kind 1, Kind 2, Kind 3. Überlegen Sie sich für jeden ein Passwort sozusagen und dann haben Sie das Ganze so ein Problem umgangen.
So haben's, lösen es wir zum Beispiel in der Volksschule. Also in der Mittelschule ist das Problem eh gar nicht mehr da zum Beispiel, weil die haben alle ihre eigenen E-Mail-Adressen. Und so haben es wir jetzt sozusagen einfach umgangen, indem wir das sozusagen einmal gemacht haben, beziehungsweise wir haben sie deshalb leichter, wir haben auch einfach sozusagen jetzt von uns einfach 20 E-Mail-Adressen mal zur Verfügung gestellt bekommen, müssen es nachfragen. Ich weiß, bei manchen ist das gar nicht so kompliziert, bei manchen Schulen. Bei den anderen, wo wir schon die Rückmeldung gekriegt haben, die haben es dann auch einfach mit GMX, Gmail dann sozusagen sie über die Runden geholfen. So. Gut, hat jetzt jeder, der es selber ausprobiert, schon ein paar Seiten kreiert oder Inhalte erschaffen sozusagen? Ja, ich glaube, ihr könnt weitermachen. Ich glaube auch. Ich nehme jetzt einfach einmal ein Nein aus sozusagen hin. Das Tolle an diesem Programm ist, dass wenn ich jetzt der Text in diesem Buch geschrieben habe, angelegt habe, dann ist es natürlich so, dass es in einer Klasse eine große Differenzierung gibt, dass die Kinder schon leichter tun im Lesen, manche haben noch Schwierigkeiten, manche sind in der Vorschule noch, so wie es bei uns ist in der Grundstufe 1, die können super gut zuhören, aber einfach tun sie nur schwer mit dem Lesen oder können noch gar nicht lesen. Und da bietet das Programm die Möglichkeit, dass die Inhalte automatisch vorgelesen werden. Das heißt, wenn ich jetzt einmal mein Buch mit meinen Inhalten fertiggestellt habe, dann gehe ich jetzt nicht mehr oben auf dieses Plus, sondern ich gehe einmal auf Buch lesen, auf dieses Dreieck drauf. Und Sie sehen, das Buch ist jetzt nicht mehr eine leere Seite, sondern es hat wirklich Buchformat angenommen sozusagen. Also es schaut aus, als wäre es eingebunden, es hätte ein Einband rundherum. Und man blättert dann eben durch dieses Buch und kann wählen, dass dieses Buch auch vorgelesen wird. Das Schaf lebt am Bauernhof. Es hat ein weiches, weißes Fell. Guten Tag. Sie hören, das ist natürlich eine Computerstimme, die jetzt in einem anderen Tempo liest, wie man es normal lesen würde und die auch einen anderen Fokus legt. Es ist aber eine Möglichkeit, um schnell einfach Kindern Inhalte zukommen zu lassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man das Buch vertont und bearbeitet und das wird Ihnen der Dominik dann zeigen. Genau. Sozusagen, jetzt haben wir eben dieses Ding vielleicht, so wie es bei uns ist, Sie sind auch im Team-Teaching, Sie machen das vielleicht zu zweit vor der Klasse oder machen manche Inhalte einfach, Sie reden sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen und sagen jetzt mal, ich habe schon ein super sozusagen E-Book schon mal erstellt, habe schon mal wo angefangen, jetzt wie die Anna zum Beispiel da ist und möchten das jetzt aber irgendwie eigentlich, dass ihre Kolleginnen oder vielleicht auch die Kinder dort weiterarbeiten. Und das schaut dann mehr oder weniger folgendermaßen aus. Anna, jetzt müsstest du kurz dein Bildschirm beenden. Ja. So, jetzt probier es noch. Ja, jetzt geht's, genau. Und da ist genau das jetzt mit Ihren Bibliotheken. Und Sie sehen schon da herunten, wenn Sie sozusagen jetzt auf das Hauptmenü mal bei der App beim Bookwete hineingehen, haben Sie da Ihre eigenen Bibliotheken und damit mir geteilt. Und Sie sehen, die Anna zum Beispiel hat ihre Bibliothek geteilt. Und jetzt kommen wir sozusagen auf den Punkt zurück, bevor die Frage ist. Hier macht es natürlich Sinn, dass Sie dann sozusagen für jede Klasse oder halt auch für jedes Fach, inwieweit Sie das halt dann unterrichten, wie weit Sie dann sagen, okay, ich mag das für die Kinder so machen oder so, oder vielleicht auch für gewisse Themen sogar eigene Bibliothek erstellen, weil Sie können sozusagen immer eine Bibliothek mit einem Freigabelink sozusagen freigeben, mit einem Code. Das wird dann so ausschauen, wenn Sie jetzt da zum Beispiel einfach eine Europaschule mal gemacht mit Lehr. Da gehen Sie drauf und da oben, ja, jetzt hat er es genommen, ist eh schon so Einladungscode unterstrichen. Und der wird angezeigt und Sie brauchen dann nur diesen Code dann eingeben bei Ihnen und
der Bibliothek beitreten und dann scheint es so wie bei mir auch, wo Anna dabei steht und ich habe schon ihre Bibliothek, gehe jetzt einmal darauf und sehe schon, ha, da ist der Bahnhof, den sie gerade erstellt hat, kann draufgehen, dann ladet es und ich habe da schon das Ganze, was die Anna jetzt gerade gemacht hat und kann mir das jetzt da zum Beispiel jetzt anschauen. Die Anna hat jetzt so weit sozusagen so freigegeben, sie sehen, ich kann jetzt dort eigentlich nichts bearbeiten, ich kann es jetzt grundsätzlich jetzt einfach einmal nur mal vorlesen lassen, durchblättern, anschauen. Das ist aber nur rein Einstellungen dann, wenn sie das teilen, da fragt er sich dann eher nochmal, können sie auf bearbeiten oder nicht bearbeiten gehen. So, wenn man sich jetzt nochmal schnell ein neues Buch an und sie sagen, sie wollen jetzt zum Beispiel selber einen Ton, irgendwie eine Textaufnahme einfügen, dann haben sie mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Sie haben die erste Möglichkeit einmal, sie gehen auf beim Plus oben, gehen auf Aufnahme, dann fragt er in diesem Fall, bei mir war jetzt in Mac, fragt ihm, ob er sozusagen das Mikrofon freigeben darf. Sie brauchen dann nur noch auf Aufnahme starten, dann zählt er runter. So, und Sie sehen schon sozusagen, die Aufnahme beginnt. Sie quatschen dahin, wo auch immer, was Sie jetzt erzählen wollen. Aufnahme beenden. So, dann können Sie sozusagen das nochmal anhören. Wenn Sie sagen, ja, das passt, das gefällt mir, Aufnahme verwenden. Und Sie haben da schon sozusagen so Ihr schönes Knöpfchen. Sie brauchen nur noch draufgehen und Sie haben sozusagen diese Seite schon vertont. Und dasselbe könnten Sie jetzt wieder machen, wenn Sie auf die nächste Seite gehen, wieder so aufnehmen. Jetzt haben Sie aber auch vielleicht sozusagen den Fall und Sie sagen, ich habe mir da jetzt das vor, so wie es bei der Anna war, ich habe mir eigentlich jetzt dort irgendwo so ein Schaf gefunden und möchte es aber irgendwie das Schaf vertonen. Und da wiederum gibt es auch eine Seite. Das Padlet von uns, das werden wir Ihnen da auch einfach dann nachher noch zur Verfügung stellen. Da finden Sie nämlich, wir haben so eine Spalte mit lizenzfreie Bilder und Musik gemacht. Und da haben Sie einerseits neben Pixabay noch andere Möglichkeiten für Bilder. Und bei Musik haben Sie teilweise was, beziehungsweise Sie können auch einfach zum Beispiel die Free Sound Webseite, auf Deutsch übersetzt eben freie Sounds, wenn Sie das sozusagen auf Google hineingeben, kommen Sie sofort auf Free Sounds. Und da ist der Vorteil, Sie finden sozusagen frei verfügbare Töne, die Sie einfach für die Untermalung verwenden können. Also egal, was Sie dann brauchen, Sie können das jetzt dort verwenden. Wenn jetzt zum Beispiel, jetzt gebe ich Ship ein, das Einzige ist, Sie müssen es halt auf Englisch eingeben. Und ich kann mir da zum Beispiel schon anhören, da habe ich es ein Horn. So. Wenn ich sage, das ist gefällt mir, das mache ich, das passt jetzt dazu. Brauchen Sie nur sozusagen einmal drauf gehen. Und jetzt kommt sozusagen die einzige Kleinigkeit, die bei FreeSound ist. Sie müssen sich auch da halt leider einmal registrieren. Aber da können Sie wieder dieselbe E-Mail-Adresse wie vorher verwenden. Sie brauchen sich nur anmelden, einmal registrieren und Sie können das ganz normal herunterladen, ohne große Hexerei. Und ja, wenn Sie sozusagen das dann heruntergeladen haben, brauchen Sie dann nur wieder zurück auf die Book Creator Seite gehen, wählen, jetzt habe ich das Video davor, gehen auf das Plus, gehen auf Mehr, wo die Rakete ist, wählen dann mit Plus die Dateien aus und da können Sie dann eben, und da können Sie dann jede mögliche MP3-Datei, die Sie wollen, auswählen
und hineinladen. Dasselbe ist eben, Sie können da jetzt so nicht nur eigentlich sozusagen die Musikdatei, Sie können eben auch x-beliebige Fotos, die Sie von irgendwo gemacht haben, verwenden und hochladen. Ich nehme jetzt einfach da das von unseren Kindern. Und Sie sehen, das ladet ganz kurz und Sie haben sofort ein Foto, was auch immer, und können auch mit selbstgemachten Fotos einfach arbeiten. Das einzige Ding ist, Sie müssen halt immer wieder schauen, was für ein Dateiformat das ist. Oder normalerweise alle JPEG-Dateien ist kein Problem. Also wenn Sie sich wundern, warum eine Fehlermeldung daherkommt, schauen Sie einfach auf die Änderung von Ihrer Fotodatei. Manchmal ist da sozusagen der Hund vergraben. Gerade bei, ich spreche das der Erfahrung als Mac-User, kommt das leider manchmal vor. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, das ist ja sozusagen alles relativ einfach, das kann ich alles, das ist jetzt der irgendwie, möchte noch ein bisschen einen sozusagen Pep dahinter bringen, ich möchte das Ganze noch ein bisschen aufwerten, dann haben Sie nur mit einem sozusagen kleinen Zusatzprogramm nur eine Möglichkeit, und das Zusatzprogramm heißt Audacity. Audacity ist auch wiederum sozusagen gratis zur Verfügung. Sie brauchen dies nur herunterladen, aufpassen. Sie sehen, der große Vorteil wiederum auch für mich ist, Sie haben das für Windows, Sie haben es für Mac, Sie haben es auch für Linux zum Herunterladen. Können Sie überall normal herunterladen, keine große Herausforderung, öffnen. Und so schaut das Programm dann sozusagen für Sie aus im ersten Moment. Vielleicht leicht verwirrend einmal am Anfang, aber in der Handhabung eigentlich relativ einfach. Weil Sie können da oben, haben Sie ganz normal wie in einem Word, können Sie einmal Datei neu machen. Sie haben da so eine Bearbeiten-Funktion. Und da haben Sie sozusagen mehr oder weniger die Knöpfe, die Sie wahrscheinlich sowieso können mit Aufnahme, Stopp, Play und so weiter. Wenn ich jetzt dort einfach einmal auf Aufnahme klick, ja, Mikrofon erlauben, sehen Sie schon, es geht sofort los, ich nehme schon auf und sehe da schon meine Tonspur, die ich da brav aufnehme, drücke einmal auf Stopp und sage so, passt, das ist einmal genug gequatscht. Das Spannende an dem Programm ist jetzt einfach, Sie können jetzt einfach Ihre Tonspur auch relativ einfach ein bisschen bearbeiten. Sehen Sie, ich kann das zum Beispiel ganz normal markieren, linke Maustaste, rübergehen, entfernen und es ist schon weg. Also das ist wirklich sehr, sehr userfreundlich und wir haben es sogar unseren Kindern schon gelernt, weil das wirklich sehr flott geht. Weil sie brauchen wirklich nur linke Maustaste und wenn sie sich nicht sicher sind, drücken sie irgendwo hinein. Leertaste, sehen Sie schon, dann hören Sie wieder das Gequatschere von mir. Und wenn Sie sagen, da drinnen, da hat sich der irgendwie verredet, verquatscht, markieren Sie das einfach wieder, entfernen und es ist mitten darunter einfach, das ist weg und Sie haben sozusagen Ihre Tonspur schon bearbeitet. Das, was auch noch geht, ist, so wie ich es vorher gemacht habe, mit einer anderen Datei, wenn Sie sagen, ich habe da jetzt noch eine Videodatei, ich habe da noch eine Audiodatei und die möchte ich jetzt auch noch sozusagen irgendwie untermalen, die möchte ich da auch noch hineinbekommen, dann brauchen Sie nur da auf Dateien, importieren und dann wählen Sie Audio aus und dann habe ich natürlich, da war es eh gewesen, nein. Genau, da habe ich es. Dann nehmen Sie zum Beispiel, ich habe jetzt da der Bini-Song kurz, das öffnet die und Sie sehen es da herunten, macht Sie sagen, jetzt hat eine zweite Tonspur auf. Nicht schrecken, wenn die Sie das jetzt doppelt sehen, das ist einfach nur sozusagen, weil das eine Mono ist, das andere Stereo, das soll es jetzt nicht beunruhigen. Das nehmen Sie jetzt einfach einmal so hin und sozusagen fertig. Und jetzt sehen Sie da, wir haben da oben unsere Tonspur und da diese Tonspur. Und Sie können zum Beispiel, wenn Sie da jetzt da einmal auf stumm, dann ist die einmal grau hinterlegt, ist die stumm geschalten, dann hören Sie nur die obere Tonspur. Wenn Sie da die stumm wieder weg und Sie würden da jetzt los,
legen. Dann hören Sie beide Tonspuren übereinander. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, das ist jetzt ein bisschen laut, das ist ein bisschen leise. Dann haben Sie da immer neben der Tonspur die Möglichkeit, mit Plus und Minus die Tonspur lauter zu machen, leiser zu machen. Das ist einmal sozusagen die relativ einfache Grundfunktion von diesem Programm, was Sie können. Sie können dann natürlich dann gerade bei Effekte, da oben, da haben Sie dann, da können Sie sie entfalten, wie Sie wollen. Sie können dann das Tempo verändern, Sie können einen langsamen Fade-in ausfaden, Sie können das dann herumschieben. Da würde ich dann sagen, da spüren Sie einfach deswegen herum, weil das Programm kann wirklich extrem viel für das, das gratis ist. Aber das sind einfach einmal so diese Grundfunktionen, die man relativ schnell damit machen kann. Das Einzige, was ich jetzt nur zeige, was wichtig ist, ist, wenn Sie die Datei dann verwenden wollen, können Sie natürlich mal ganz normal auf Projekt speichern. Das Problem ist aber, er speichert es in einem eigenen Format ab. Und damit Sie das auch verwenden können, müssen Sie dann auf Exportieren und da dann als MP3 exportieren. Weil das funktioniert normalerweise fast bei allen Dingen. Das machen wir jetzt einfach als MP3 exportieren. Ich speichere jetzt einfach mal schnell meinen Download-Ordner ein. Nenne es Test. Da herunten brauchen Sie eigentlich gar nichts ändern. Das können Sie relativ ignorieren. Sichern. Dann sagen ja. Da können Sie jetzt wollen, können Sie es hinaustoben. Da können Sie Ihren Künstlernamen hineinschreiben. Ihr ja, ja. Alles mögliche. Einfach diese Song, das wird dann einfach hinterlegt. So, jetzt hat er es exportiert. Wir haben es erfolgreich gemacht. Dann wechseln wir zurück zu unserer Book Creator App. Gehen da eben jetzt aufs Plus her, wie auf die Rakete mit mehr. Wählen mit Plus Dateien aus. Und da habe ich schon meine Test-MP3-Version hochgeladen. Dann wird er jetzt kurz laden, nicht schrecken. Und sobald er das dann jetzt sozusagen erfolgreich hochgeladen hat, sehen wir schon. Und es geht sofort los, funktioniert. Und sozusagen, Sie haben schon die ganze Hexerei hinter Ihnen. Das wäre sozusagen einfach nur eine andere Möglichkeit, wie Sie sozusagen einfach zusätzlich zu der Book Creator App nur das Ganze ein bisschen aufwerten, beziehungsweise auch sozusagen die Möglichkeit haben, auch für einen Musikunterricht einfach schon die eine oder andere zusätzliches Programm einzuführen. Ja. Dominik, gibst du mir im Bildschirm nochmal bitte? Moment, das habe ich oben. Passt? Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt das Buch als Lehrerin, als Lehrer bearbeitet und Sie wollen das jetzt mit den Kindern teilen, gerade in Zeiten von Distance Learning, ist, glaube ich, das eine super Möglichkeit, um Inhalte durch die Kinder selber erarbeiten zu lassen und eben zu verschicken und im Selbststudium durchzulesen. Sie gehen dann einfach oben auf das Teilmenü. Entschuldigung. So. Sie gehen ganz normal oben auf das Teilmenü, gehen auf Online veröffentlichen. Sie geben Ihrem Buch einen Titel. Der Autor, ich sehe Ihre Dame. Sie schreiben kurz eine Beschreibung. Tiere am Bauernhof. Und stellen dann bitte dieses Buch eben auf öffentlich. Oder wenn Sie sagen, es soll privat bleiben, nur vier Kinder Ihrer Klasse, die Sie schon zugeordnet haben, dann wählen Sie hier bitte privat aus und dann gehen Sie auf Veröffentlichen. Dann steht, Ihr Buch wurde veröffentlicht. Sie haben dann einen Link, der generiert wird. Sie gehen auf Link kopieren und können jetzt diesen Link entweder per E-Mail ausschicken oder über jede andere Plattform, mit der Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern oder auch mit den Eltern in Kontakt sind. Genau. Gibt es mal noch Fragen soweit? Das ist mir noch was, das habe ich vorher verschluckt zum Vergessen.
Weil wir vorher noch bei einer Anmeldefunktion waren, wenn Sie, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, wenn Sie sich selber zu Beginn angemeldet haben, haben Sie die Möglichkeit, sich entweder als Lehrer anzumelden oder als Schüler. Und der einzige Unterschied besteht darin, dass wenn Sie sich sozusagen das dann als Schüler anmelden, jetzt kommt es automatisch, weil du bist nicht angemeldet einfach, dann haben Sie eben da jetzt zum Beispiel dann als Lehrer die Möglichkeit, auch nur mit zum Beispiel dem Schüler spezielle Richtlinien. Selbst wenn Sie sozusagen die Bibliothek sozusagen veröffentlichen, können Sie dann nochmal auswählen, Ihre Schüler können trotzdem nur zum Beispiel, haben trotzdem nur die Lesefunktion einfach. Ja, das wäre sozusagen nur als Ergänzung. Und ich schicke Ihnen jetzt in den Zoom-Link nur schnell unser Padlet. Da finden Sie ja einfach die ganze freie Musik, die freien Bilder und auch eigentlich den Link zu der Book Creator App beziehungsweise auch für Audacity. Genau. Gibt es sonst von Ihrer Seite noch irgendwelche Fragen, Anregungen? Sonst sollte nur schnell eine Frage, also kleine Überbrückung von mir sozusagen, auch nur als Idee. Wir zum Beispiel arbeiten, haben das Buch jetzt auch gerade verwendet, beziehungsweise verwenden gerade die Funktion einfach und haben uns sozusagen selber mit den Kindern im Deutschunterricht eine passend zum jetzigen Thema, eine Friedensgeschichte überlegt, die haben sie selber formuliert und weil es bei uns halt so ist, dass wir relativ viele Kinder mit unterschiedlicher Muttersprache haben, übersetzen jetzt die Kinder entweder zu Hause oder schaffen es selber sozusagen, dass sie die Geschichte selbst übersetzen. Wir nehmen es dann sozusagen auf und dann haben wir dieselbe Geschichte, zwar aber sozusagen in jeder Heimatsprache von Kind und dann da hat sozusagen jedes Kind ihre eigene Seite sozusagen in seiner Sprache sozusagen einmal produziert und kann es sozusagen stolz herzeigen und das gefällt den Kindern normalerweise sehr gern, weil das haben wir schon öfter gemacht bei unterschiedlichsten Themen einfach, weil wir halt einfach eine relativ große Vielfalt haben. Wir auch nur zum Beispiel einfach als Anregung, wie sie das einsetzen können. Ja, der Book Creator hat noch einen zusätzlichen Vorteil, er ist nämlich auch barrierefrei. Das heißt, ich habe diesen alternativen Text, den ich bei Bildern hinterlegen kann oder auch dieses Speech-to-Text, wenn die Kinder noch nicht so gut schreiben können. Ja, fürs iPad gibt es die App auch noch, 2,99 €. Dort ist die Option, dass man das Ganze als Video exportieren kann, natürlich eine ganz tolle Sache und dass das dann automatisch alle audiovisuellen Teile, die man da hinzugefügt hat, dass die da automatisch abgespielt werden. Also Book Creator ist sicher ganz eine tolle, wertvolle Anwendung. Und vielen Dank fürs Präsentieren. Oder Harry, eine Frage. Genau. Einschränkungen, ja, der Klassiker, zwar weiß ich gerade die Buchzahl nicht, bei irgendeiner gewissen Anzahl Buchzahl ist dann einmal begrenzt. 40, glaube ich. Danke, genau, 40, glaube ich, war es, ja. Wobei 40 ist relativ viel, beziehungsweise, ja, oder man sagt nach 40, okay, jetzt muss die zweite E-Mail-Adresse herhalten und dann sind wieder 40 frei. Genau, und am iPad gibt es auch eine Version Book Creator One, da kann man halt nur ein Buch erstellen in der kostenlosen Version. Also das muss man dann immer wieder löschen, um wieder ein neues produzieren zu können. Ja. Vielen Dank. Ich stoppe jetzt mal die